Hallo, 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 hier ist Elise wieder vom Kanal, dem Zwerg, dem Schelte. Ich heiße Zwergenschild, Elise. Ja, klar, meinst du auch bloß. Also hier vom Kanal, der Typ will auch noch Regie führen. Erstmal bin ich kein Typ und zweitens führe ich Regie. Ich will nicht, ich führe. Ja, klar, hat man ja gesehen, so wie du hier mich durch die Irre hast laufen lassen. Ja, komm, jetzt krieg die mal wieder ein. Die Büste ist jetzt da und damit ist gut. Die Wuseline hat auch gemeckert. Wieso? Ja, die hat auch gesagt, dass ich doch eigentlich wissen müsste, wo die Büste hier ist. Du wärst ja da irgendwo angefangen. Nee, aber in diesem Spiel bist du nicht in der Büste angefangen. Da warst du noch gar nicht, oder? Ja, ich weiß. Ja, die Wuseline hat geschrieben, dass du hier angefangen bist. Mal gucken, wo bist du nochmal angefangen? Halt, erst mach mal den Zombie da weg. Ja, gut, guck mal. Du bist doch da ganz irgendwo im Schneebiom angefangen, ne? Ja, siehst du? Da geht's raus. Da ist es da lang gelangt. Da war nichts mit Wüste. Wüste sind wir jetzt hier erst mal. Ja. Rechte aber, du willst wieder bloß Recht haben. Deswegen hast du mich hier am Spielen. Hast du den Wecker gestellt? Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Deswegen hast du mich so am Spielen. Nur damit du Recht haben kannst. Soll denn das? Hat Wuseline noch was gesagt? Ja, die hat gesagt, dass du Alkohol auch, nee, wie heißt denn das, solche Gas oder die Kanister auch selber herstellen kannst. Du bräuchtest bloß, das Fett und, noch Alkohol. Das Fett musst du dann bearbeiten und Alkohol auch noch. Die hat sogar das Rezept dazu geschrieben. Hast du das aufgeschrieben? Nee, aber ich weiß ja, wo es steht. Wenn du mal spielen willst, da brauche ich da nur einmal kurz nachgucken, dann hast du schon. Ja klar, das stellst du dir jetzt so vor, wa? Dass du mich, dass du hier, also ehrlich, Zwergenschelte. So geht's nicht. Ja, aber ich meine auch, das Rezept müsste in deinem Rucksack stehen. Also, ja, genau. Das ist da irgendwo gelistet. Ja, wehe, wenn nicht, Zwergenschütte. Wehe, wenn nicht, dann überziehe ich noch mehr als letzte Mal. Mehr als letztes Mal überziehen geht gar nicht, Elite. Das war eine Sauerei, was du da gemacht hast. Deine Notlage ausnutzen. Nächstes Mal musst du alleine dran denken. Wenn du die Notlage hinter dir hast, dass, Ja, laber du ruhig, Zwergenschütte. Meinst du, dir hört überhaupt irgendeiner zu? Ja. Mist, drüber. Komm her. Da, weg. So, jetzt noch Facker hier. Die Dinger suchen. Dann schauen wir mal. Was meinst du, wie viel wir schon haben? 120 Stück? Ich glaube eher so ein 10. Ach, Zwergenschulte, Moment, das will ich sehen. 10, sagt er. 10, sagt er. Ich bin nicht so schon am Suchen. Moment, wo sind die Dinger? Da. 41, habe ich doch gesagt, das sind schon ganz schön viele. Muss aber noch weitaus mehr suchen, das weißt du doch, oder? Ja, klar, muss auch noch weit mehr. Boah, Zwergenschulte, halt die Klappe und lass mich in Ruhe, ja? Ich meine, über 40 sind schon ganz schön viele doch. Da kann ich ganz jede Menge Verbände von machen. Da brauche ich aber auch die Flaschen für und deswegen müssen wir auch noch ein bisschen Platz haben für Sand. Ja, ich hab dir doch gesagt, wenn du in eine Wüste kommst, bist du wieder pickepacke voll und musst was wegschmeißen. Das ist nicht so schlimm, Zwergschelte, wenn man ein bisschen was wegpackt. Das ist wirklich nicht so schlimm, wie du jetzt tust. So. Ja, dann brauchst du so einen Scheiß gar nicht aufheben. Jetzt hör aber auf. Es gibt immer schönere Dinge, die einen interessieren. Das ist doch auch wahr. Du tust jetzt so, als wenn so ein Holzstückchen oder was, Gott weiß, wie viel wert wäre. Also, da hast du einen Baum für getötet, ja. Hast du einen Baum für getötet? Ich habe doch deswegen extra die toten Bäume immer nur geschlagen, wenn ging, ja? Also halt dich da mal zurück, hast einen Baum getötet, doch. Bin kein Baumtöter. So, ich nehme
bloß welche weg, die müssen. Sind die kaputten? Und ab und zu mal auch einen lebendigen, damit ich den wieder aussehen kann. Das sind aber immer ganz alte. Ich töte keine jungen Bäume hier. Was soll denn das? Und jetzt irre ich hier rum wie doof und was ist nix hier, keine Stadt. Kein. Was kein? Ja, kein Häuschen da, kein Lokal da, wo man drin eine Pension oder ein Gästehaus oder wie heißt das? Wo ihr mal Urlaub drin macht. Hotel. Ja, sag ich doch. Gar nichts ist hier. Gar nichts. Guck dir das mal an. Alles tote Hose hier. Nix. Im ganzen Umkreis nix. Mann, doch. Ich geh mal oben am Rand lang. Ja, da findest du auch nichts, du. Ja, meinst du, ich renne hier schon durch die Wüste, hab heiße Schuhe an, ja, die Füße tun mir schon weh und die bluten und ich hab, das ist ganz heiß hier. Ich will hier eigentlich gar nicht so lange bleiben, du. Und ich glaube, die Kakteen, die stechen auch, oder? Ja, nur wenn man die berührt. Ja, siehste. Mensch, was ist das denn hier wieder für eine Umgebung, du? Ganz heiß alles, ganz heiß. Alles voller blöder Zombies hier. Und ich hab gedacht, das wird einer. Hier, der. Boah, guck dir mal den fetten Kaktus da an. Boah, Hölle da. Wenn du da mal gegenfliegst, dann auch gute Nacht. Und der blüht auch noch. Guck mal, der hat richtige Blüten da. Boah. Eine ganze Menge von den Dingern. Schick, der Kaktus. Ehrlich, ganz schön schick. Der sieht so aus, wenn du den unten ausreißen würdest und dann mit irgendwo auf einen Zombie einprügeln würdest. Der Zombie wäre sofort tot. Hat der Kanickel wieder Glück gehabt. Warum? Ja, weil ich schon so viel hab. Brauche ich das Kanickel nicht schießen. Kanickel muss nicht sterben. Ja, jetzt ist er tot. Ja, und da habe ich die Freude schon gehört bei dir, ne, wo in der Stimme da. Das ist nicht tot und freut dich. Die ist tot. Und das freut dich, ja? Ja klar freut mich das. Wieder eine weniger, die mir wehtun kann. Guck mal hier. Mensch, was ein armes Camp, ey. Bloß ein Zelt und ein paar Zombies hier. Ah ja, ein kleines Camp gewesen sein. Bist du wohl mit? Kein Auto und nix da. Noch niemand. Oh, das sind alles die Schnellen da. Die will ich gar nicht. Alles die Inkebeine. Boah, guck mal, wo die alle herkommen, die Inkebeine. Nee. Da suchen wir lieber noch ein paar Kakteen. Oder Kaktusse, wie man heute in Neudeutsch sagt. Da kommt der jetzt so ein bisschen für euch. Kassi, so sieht das aus. Ah ja, das hast du wohl so gedacht, wa, Alter? Puh. Ich würde ja gerne das Zelt da mitnehmen. So ein Einzelteile, verstehst du? Warum? Ja, weil wir... damit ich mir schöne Klamotten bauen kann. Mensch, der blöd, Mann, da. Hast du gesehen, von hinten kommt er ran und dann will er mir eine steuern. Der sagt der. Ich glaube, ich hau hier mal ab. Gibt nichts mit dem Zelt. Moment, den will ich aber noch. Jetzt noch mal gucken, habe ich da schon Stofffetzen? Nee, ne? Nee, hast du nicht. Na gut, dann machen wir weiter hier. 25 Federn haben wir, das gibt jede Menge, 125, wie heißen die Dinger gleich? Bolzen? Ja, Bolzen, sag doch, was ich meine. Ich glaube, du bist schon ganz schön alt, da. Und vergisst die Hälfte. Ja, klar.
Du alten Sack musst mir sowas auch erzählen. Ich wär alt, oh. Ich wär alt. Ich bin nicht alt. Bin auch jung und stehen, Saft und Kraft, du. Nicht so wie du, der dann nach jedem paar Meter irgendwo am Pause machen ist und so. So, jetzt mal weiter gucken. Aber eigentlich brauche ich doch nur noch Sand, ne? Moment. Hier nur ein. Den auch noch. Das ist, habe ich doch gesagt, habe ich doch gesagt, davon einen ausreißen und als Keule benutzen. Das wäre ganz gut, doch. Damit würden die Zombies voll Abstand haben. Ja, ja, ja. Und du willst dich ja beim Ausreißen auch stechen. Nee, der gehört rasiert. Dann geht das. Ach so, du wolltest ihn rasieren. Den Kaktus willst du rasieren. Ja, klar. Ist ja kein Thema. Jedenfalls nur da, wo ich anpacken muss. So, jetzt noch mal gucken. Den kann weg hier. Zack, siehste. Wieder ein Platz. Oh, guck mal, ich habe noch ganz viel Platz, doch. Ja, da kannst du auch noch ganz viel Kakteen suchen, oder? Hier ist gar nichts. Hier ist nur totes leeres Land. Hast du gesehen? Da ist gar nichts, du Zwergenschelte. Hier ist kein Dorf, kein Hotel, keine Werkzeugbude, nee, Autobude, kein gar nichts ist hier. Total tote Hose da. Was beschwerst du dich bei mir? Du hast doch gesagt, da kannst du das und das und das kannst du auch nehmen und dies und das und was hier alles ist. Ja, klar. Ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, wo die Wüste ist, ich weiß nicht, was drin ist, aber du mit das... Du hast gesagt, da ist ein Dorf, das weiß ich ganz genau. Und da gibt's ganz viele Fässer drin, hast du auch gesagt. Ja. Hier, Schwindeln, die kleine Lisa anschwindeln, wa? Das hättest du wohl gerne, ne? Hast du gesehen, wie dem Zombie das gegangen ist? So kann dir das auch ergehen, doch. Komm mal auf den Server, komm mal drauf, doch. Ja, was heißt hier da, da, da? Ich bin hier kein da. Sieh mal zu, dass du den ganzen Kack jetzt mitnimmst. Und dann können wir immer noch gucken. Wo ein Dorf ist. Nix, gar nichts ist da. Ein großer See ist da. Ich meine, hier ist doch so ungefähr die Ecke, wo du gestorben bist, oder? Erinnere mich nicht daran. Das war im anderen Spiel. Das zählt schon lange nicht mehr. Guck mal, da ist was. Da. Das wird bestimmt irgendwas sein. Die Garage, glaube ich. Oder? Was meinst du? Ja, ich weiß es nicht. Was willst du eigentlich bei der Garage? Ja, looten. Du hast doch gar keinen Platz mehr zu looten. Nee, da ist das Dorf. Ist das das Dorf, wo ganz viel Öl gibt? Nee, das ist eine richtige Stadt. Also das Dorf, wo ganz viel Öl gibt, da sind wir noch nicht bei. Das ist eine richtige Stadt und da gibt es kein Öl. Boah, Zwergenschilde. Reiß dich mal zusammen. Jetzt zeig mir mal den Weg gleich. Wenn wir zur Straße kommen, meine ich, weiß ich den Weg. Also jetzt hier so in der Wüste raus, durch. Weiß ich nicht, gebe ich ja gerne zu. Aber wenn wir an der Straße kommen, dann weiß ich nicht. Boah. Dann gehe ich auch nicht durch die Stadt durch, oder? Also ich würde da nicht durchgehen. Aber durch die Krankenschwester gehen. Zack, siehste, hinten gehe ich durch den Kopf, gehe ich da. Und tschüssi, tschüssi, hauen wir ab hier. Oder sollen wir uns die Stadt eben nehmen? Also ich bin dagegen, weil erstmal kannst du nichts mehr tragen und zweitens, lass die Viecher doch in Ruhe und drittens, wir haben jetzt 12 Uhr. Das wird nachher irgendwann mal dunkel und ja, was ist jetzt? Kriegst du den Kaktus da gar nicht aufgehoben? Moment. Nö, süße. Auch genug. Jetzt habe ich genug Kaktusse für 32 Banditen. Was für Banditen? Ja, die Dingens da, die Erste-Hilfe-Banditen. Das sind Bandagen. Ja, klar, Bandagen, wie auch immer, Zwergenschilder. Auf jeden Fall weißt du, was ich meine, oder? Ja, du Bandit, du. Moment, ich habe aber noch mehr Platz, glaube ich.
war doch noch irgendwo einer, den ich gar nicht haben wollte. Den habe ich auch mitgenommen. Nee, doch nicht. Den kann raus. So. Wofür hast du den jetzt rausgeschmissen? Ja, damit ich noch ein bisschen Sand schaufeln kann, Zwergenschilde. Sand. Nur so ein bisschen Sand noch. So, jetzt führt die eine Richtung irgendwo hin und die andere Richtung woanders hin, weißt du? Ach, sag nur. Die eine nach links und die eine nach rechts, ne? Ja. Boah, hast du eine Auskunft drauf, da? Mensch, da, dann sehe ich ja selber die eine in die Richtung und da kannst du auch noch in die Richtung fahren. Das ist richtig klasse von dir gesehen, Zwergenschilde. Fahr ich ja voll drauf ab. Kannst du mal vielleicht die Map öffnen? Ja, Moment, Moment. Erstmal muss ich hier gucken, dass ich klarkomme, ja? Und auf deine Befindlichkeiten kann ich dann immer noch mal versuchen einzugehen. Wenn ich gute Laune habe, Zwergenschilde. Wenn ich gute Laune habe. So. Jetzt auf Map drücken. So, wo geht jetzt woher? Ach, da sind wir. Dahin geht's zu irgendeinem Brückending. Also zu einer Brücke oder so. Und davor noch an einem Autobetrieb vorbei, wo sie Autos reparieren. Moment! Lass noch mal hier guten Tag sagen. Noch mal fröhlich guten Tag. Wieso treffe ich den denn nicht? Da! Mensch, jetzt komm her, du! Siehste, geht doch! So, in welche Richtung ist jetzt die Autobatteriewerkstatt da? Moment, nochmal gucken. Links, da musst du lang. Hier musst du lang. Ja, ist gut, hier musst du lang, ist richtig. So, was soll ich da? Ja, du wolltest doch nach Dingens gucken, nach, wie heißen die gleich? Du wolltest nach Ölfässern. Deswegen sind wir ja auch hier. Genau. Ja, gut. Ölfässer. Wehe, das passt nicht damit der Richtung, Zwergenschilde. Nö, 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 nö. So, da ist so ein Ding. Aber das ist immer noch nicht das, was ich meine. Moment. Hast du wirklich keine Ahnung, wo wir sind? Nö, nee, also das sieht jetzt völlig anders aus als vorher. Und, ja, habe ich wirklich keine Ahnung. Ah, wo wir sind, da sind Hunde, glaube ich, siehste? Drei Stück habe ich gesehen. Da gehen wir mal in eine andere Richtung. Oder hier. Was ist das denn da? Hunde. So, jetzt wacker, wacker. Blutig? Nee, im Moment noch nicht. Habe ich auch keine Zeit zu Zwergenschilde. Hui, scheiß Köter da. Ich dachte, die Köter wären in der Richtung gewesen. Mann, 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 Mann. Ich bin auch noch ganz atemlos. Bist gut mit fertig geworden mit den Kötern. Ja, weiß ich. Brauchst du mir nicht extra zu sagen. Moment. Da müssen wir nochmal gucken. Da waren Hunde. Jetzt haben wir die alle weggeholt? Das weiß ich jetzt nicht. Da war so echt schlecht. Gehen wir mal gucken in der anderen Richtung. Ist ja auch so ein dummes Land. So, in die meine ich, wie wollen wir. So, ab hier. Ab dafür. Mensch, dann guck mal, wo die alle herkommen jetzt. Mich gerade weggeschmissen, ne? Ja, ich meine ja. Sonst ist die immer so fußkrank, doch. Und jetzt trifft die mich hier. Dafür stirbst du. Die ist schon tot. Ja, dafür wandelt sie jetzt nicht mehr. So, und ab dafür. Mann, doch.
auch nichts Vernünftiges da. Hier ist so ein kleines Gaskanzel, so eine ganz kleine. Mann, da. Wofür hast du die jetzt mitgenommen, so eine ganz kleine? Moment, wenn du das wirklich nicht geschnallt hast, Zwergenschild, dann pass mal jetzt auf. So, 6. Die ist leer, die ist voll. Ja, schön. Machen wir wieder zurück. Und ist schön, dass die voll ist. 20 Steine, wie viel Federn haben wir? 41. Müssen wir noch ein paar Steine holen. So, da ist die Siedlung von gerade, ne? Ja, da ist die Siedlung von gerade, glaube ich. Glaub ich. Mensch, Zwergenschilde. Glaubste. Mann, 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 pass doch mal besser auf, dann weißt du, ob die da sind oder nicht. Ja, dann passe ich mal besser auf, dann weiß ich, ob die Siedlung das ist oder nicht. Aber ich verstehe nicht, warum du hier als Regieführer aus welcher für solche dummen Fragen stellst du. Gibt keine dummen Fragen. Gibt nur blöden Männer, die Fragen nicht beantworten können. Ja, 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 klar. Immer weiter hier. Jetzt müssen wir noch ein paar Steine suchen. So. Dann machen wir uns noch ein paar Bolzen. Was ist das denn da? Ja, guck sie doch selber an. Mach ich auch, Zwergenschilde. Kannst du einen drauf lassen? Ja, klar. Ja klar, werden wir wieder ein bisschen vulgär hier. Ja, ich werde vulgär. Du doch, du traust dich sowas doch gar nicht. Wie auch immer. Ich will das vielleicht auch gar nicht. Guck mal, da ist eine Tanke. Ist das eine Nachttanke? Kann ich da ein paar Pommes kriegen oder was? Ich glaube, das ist keine Nachttanke. Auch kein Flasch Bier? Ich weiß nicht, ob da Flaschen Bier drin sind, aber da ist eine Tanke und die ist genauso verlassen wie hier alles andere auch. Fertig aus. Ja, klar, klar. Ist verlassen. Sehe ich, wie die verlassen ist, doch. Mensch, da ist wieder ein ganzer Ort unterwegs, mich zu töten. Guckt euch das an. Ganzer Ort und der sagt, du bist hier verlassen. Mann. Und jetzt noch dich im Rumpelbein, du. Ja. Sieh mal aus, welche Löcher die alle herkommen. Mensch, da. So. Gut, dass du mir die Tür aufgemacht hast. War noch nicht ganz. Fass war hier drin, Zwergenschilde. Ein Fass und dafür latsche ich hier hin. Jetzt jammer nicht rum. Ein Fass ist besser als kein Fass, du. Ja, klar. Muss ich mir wieder mit so einem Spruch da. Mann, 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 Mann. Vielleicht ist ja hinten auf dem Ofen noch ein Fässchen. Ja, vielleicht, vielleicht. Na, ich sag, ich bin mal ruhig, Zwergenschilde. Ich bin mal ruhig hier. Vielleicht ist da hinten noch was. So.
Naja, immer ein bisschen. Das waren jetzt 4 Fässer, ne, danke. Und du sagst, das wäre nur ein bisschen? Ja, 4 Stück und jede Menge Zombies, Zwergenschilde. Jede Menge Zombies hast du mir auf den Hals gehetzt. Boah, guck mal, ist da ein Wasserfall? Oh, der ist aber schön. Schön ist das. Schick hier, ganz schick. Schön haben sie das gemacht. Ja, ich finde auch. Sah sehr gut aus. Hier was Vernünftiges drin ist. Ach, ich bitte nicht. Doch, siehste. Was kommt noch? Jetzt müsste noch irgendwo die Reparaturwerkstatt sein. Da sind auch noch immer ein paar Fässer Öl drin. Ja, irgendwann noch. Irgendwann noch, Zwergenschilde. Du bist auch wirklich so richtig genau, ne? Auf den Punkt sagst du immer, was kommt und was nicht kommt. So, was ist jetzt davon? Wieso gibt das denn jetzt keine Punkte? Nur den einen hier? Kann ja wohl nicht sein, wa? So. Ein Punkt gekriegt, Zwergenschild. Hast du gesehen? Ja. Mann, du, wie gut, dass ich so viel Leben hab, du. Auch nicht so toll hier. Nö, will ich auch nicht. Ja, der hat hier schön. So. Aber das wolltest du auch noch erlöst werden, Schätzchen, ja? Mach ich, kein Thema. Und der auch. So, die anderen sollen doch doof weiter wandeln. Wolltest du nicht langsam mal die Schaufel rausholen, ein bisschen Sand schaufeln oder, oder krieg dich das gar nicht an, dass du noch Sand holen willst. Du könntest nämlich wieder zurücklatschen. Zurücklatschen, Zwergenschilde. Ich kann kaum laufen, so wund sind meine Füße. Da soll ich noch irgendwo hinlatschen oder herlatschen? Ich glaube, ich bleibe über Nacht hier. Also, ja, sicher. Und dann hinterher sagst du, wenn du gestorben bist, weil sie dich gekriegt haben, ich wäre schuld, weil ich hätte dich davon abhalten müssen, oder wie? Ja, mal gucken, mal gucken. Wenn ich dran denke, den ganzen Weg nochmal zurücklaufen, ist jetzt nicht ganz so tolle. Ja, sicher, aber so sieht's nun mal aus. Wir werden wohl zurücklaufen müssen. Und ja, geht nicht anders. Mensch, doch. Schon wieder ein Zelt, was ich stehen lassen muss, wegen kein Platz. Ich hab ganz schön viele von keinem Platz, Leute. Was ist das denn schon wieder? Ich denke, da kommt jetzt irgendwo noch so ein Dingens hier. So ein Haus oder so ein kleines Städtchen. Und was ist? Schon wieder so ein verrußtes Gebiet. Moment, lass mich mal gucken. Geh mal den Weg hier ran, dran entlang. Vielleicht kommt's ja da. Den da, sagst du? Ja.
Ich weiß nicht, ob das überhaupt am Weg lag oder irgendwo mitten in der Brücke. Ich habe da keine Ahnung. Es ist schon so lange her. Und ein bisschen was verändert haben die Phantoms hier auch. Ja, klar. Ja, klar. Wofür brauchst du eigentlich so viel von dem Zeug? Hat geklingelt. Ja, habe ich gehört. Ja, und? Ich würde sagen, du lockst dann jetzt langsam aber sicher sofort aus. Und ich möchte da keine Diskussion drüber hören und das sollst du mal besser sofort sein machen. Wie, bevor ich hier atemlos bin, nichts mehr sagen kann oder wie? Guck, da ist schon wieder ein Zombie. Du wolltest mich mitten in der Wildnis unterm Zombie-Sparm stehen lassen. Nein, will ich nicht. Und jetzt. Jetzt sagst du erstmal Tschüss. Ich muss erst gucken, wo der Weg hingeht. Nee, jetzt ist genug und ja, dann aber da hinten. Hast du gesehen? Direkt neben mir. Direkt neben mir stand einer und ich soll hier das Spiel verlassen eben, wa? Du wolltest mich die ganze Nacht hinnehmen, so nach hier noch Eule stehen lassen, oder wie? Die ist jetzt weg und lock aus. Ja, ich sag dann erstmal Tschüssi.